Hey, willkommen auf meinem Kanal, meine Freunde. Heute zeige ich euch einen richtig coolen Money-Glitch, der ist so brutal, Leute. Mich würde es sehr freuen. Haut den Like-Button mal so richtig krass drauf. Und zwar zeige ich euch einen Money-Glitch, der ist so brutal. Und zwar könnt ihr ein Auto fünfmal verdoppeln. Das gibt's gar nicht. Keiner hat einen Hochkanal bis jetzt. Und zwar, das heißt, der Fahrer von dem Glitch ist Crash und Mr. HD-Flash. Wie gesagt, das ist ein ganz anderer Money-Glitch, was die anderen Leute schon hochgeladen haben. Was ihr braucht, ist ein Kumpel. Diese Fahrzeuge hier ungefähr und ja, eine Wohnung. Habt ihr eine Wohnung mit mehreren Wohnungen drin sind zum Beispiel, nennt bitte immer das erste ganz oben. Und jetzt braucht ihr einen Rebell. Wenn ihr in die Garage reinkommt, bitte ich euch, nehmt den Rebell ganz hinten links. Mit dem fährt ihr einfach raus. Euer Kumpel steigt da ein. Ihr nehmt so ein Fahrzeug und geht zum Benny. Wenn ihr bei Benny angekommen seid, tut die Karre mal voll aufrüsten. Ich weiß, es kostet Geld. In diesem Zeitpunkt, ihr das gemacht habt, fliegt euch ein Kumpel von einem Rebell raus. Ihr fährt wieder zurück zu euch in Wohnung, tut ein Fahrzeug ersetzen. Jetzt ist bei euch der Rebell, was ihr vorhin rausgefahren habt, wieder drinnen. Mit dem tut ihr die Plätze tauschen mit dem Tornado zum Beispiel. Was wir jetzt brauchen, ist wieder einen neuen Rebell. Kauft euch einen und tut den Tornado wieder ersetzen. In diesem Zeitpunkt, der jetzt unsichtbar ist oder weg ist, ist der rechte Rebell und der linke ist also frei. Und was wir jetzt machen, ist eine blaue Markierung gehen, nehmen den rechten Rebell und setzen den einfach rüber. Das heißt, rechts ist ein Rebell und links ist jetzt frei. Ein paar Sekunden später kommt ein neuer Rebell ja geliefert. Ihr nehmt den rechten Rebell und fährt den einfach mit raus. Einfach wieder rausfahren und gleicher Schritt wieder wie vorhin. Euer Kumpel hockt da rein, ihr nehmt das andere Fahrzeug jetzt wieder und mit diesem Fahrzeug tut ihr jetzt komplett aufpimpen. Das heißt, baut alles ein, was richtig viel Kohle gibt, ja. Egal was, baut einfach alles ein. Wenn das Fahrzeug fertig ist, fahrt ihr wieder zurück zu eurer Wohnung. Wenn ihr bei der Wohnung angekommen seid, achtet jetzt mal drauf. Wie gesagt, das Auto habe ich gleich fünfmal verdoppelt. 1, 2, hinten links und hinten rechts. Ich habe das Auto jetzt fünfmal verdoppelt auf einmal. Hat bis jetzt noch keine hochgeladen. Jetzt geht ihr einfach wieder raus und drückt mal die PS4, das ist glaube ich das Touchpad, nennen wir das. Und tut hier das persönliche Fahrzeug anfordern. Wartet ein paar Sekunden, wenn das Fahrzeug geliefert worden ist. Einfach wieder reinfahren, wieder eine Rebell tauschen, rausgehen und wieder das Fahrzeug persönlich anfordern. Und zwar müsst ihr immer 4 Minuten ungefähr warten, bis ihr das Fahrzeug wieder anfordern könnt. Wie gesagt, das war's, meine Freunde. Richtig krasser Money Glitch. Fahren da, wie gesagt, ist Crash und Mr. D Flash, weil es ein ganz anderer Money Glitch ist. Guck mal, seht ihr, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, hinten rechts noch einer. Leute, richtig brutal. Und ihr könnt die Fahrzeuge jetzt dauerhaft verkaufen, ne? So Leute, wie gesagt, das war's schon vor mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich sehr freuen über 1000 Likes. Schaffen wir das? Ich hoffe es. Wenn nicht, auch kein Problem. Wie gesagt, Kanal von Crasher findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Crasher, du weißt, dicker was. Jo, haut rein, euch grüßt. Ciao.